Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von City Bus Managers aus Hamburg. So, jetzt müssen wir noch wieder die Fahrer zuweisen. Wir haben ja gestern bei Fahrer 8 aufgehört, dann fangen wir jetzt bei 9 an. Das heißt, aus der dritten Gruppe, damit die auch ein bisschen hier Frühschicht sozusagen oder in dem Wochenende auch Dienst mit haben. So, 16, jetzt kommt Fahrer 17. Wunderbar. Ach, da ist ein defektes Fahrzeug. Einmal Scheibenwischer. Müssen wir auch nochmal wieder welche bestellen. Fahrer 18. Nehmt das Fahrzeug mit. Und dann mal erklären, was wir ja letztes gemacht haben. In der letzten Folge habe ich ja hier schon mal den Linienweg der Linie 109 mit eingerichtet, Fahrplan und so weiter. Und habe auch dementsprechend weiteren Bus gekauft und auch Personal des dementsprechend eingestellt. Und vom Märchenwald haben wir wieder einen externen Auftrag bekommen, wieder einen Shuttle einzurichten. Und das haben wir eben halt auch schon mitgemacht, ne? Den Shuttle-Verkehr mit einzurichten. Und zwar, glaube ich, war der von 13 bis 21 Uhr oder sowas war der Shuttle und jeweils 10 Minuten soll der Bus verkehren. Jo, da haben wir den Shuttle und Fahrplan, wie gesagt, einmal anzeigen. Von 13 Uhr alle 10 Minuten ein Bus. Und das würden wir auch problemlos hinbekommen. Also ist auf jeden Fall ein Fahrzeug vollkommen ausreichend. Und da werden wir dann natürlich auch einer wieder unserer größeren Fahrzeuge mit in den Einsatz nehmen dafür, für diesen Auftrag. Und vielleicht haben wir auch Glück und wir schaffen vielleicht auch die Aufgabe hier heute abzuschließen. Aber am Sonntag, mal sehen. Mit dem Sonderauftrag vielleicht, ja. Aber es wird sich dementsprechend zeigen, wie das da laufen wird. Wieder eine Anfrage vom Busfahrer 21. Hey Chef, ich wollte mir mitteilen, dass mir ein Angebot eines anderen Unternehmens zusteht und ja, kriegst du eben halt mehr Gehalt dafür, dass du auch hier bei uns bleibst, ne? Müssten eigentlich jetzt alle Forscher auch wieder da sein? Ne, einer ist noch im Urlaub, alles gut. Profi, fortgeschritten. Ach, forschen die jetzt beide unterschiedlich an unterschiedlichen Sachen. Einer macht das nächste Fahrzeug, der andere macht die Fahrgastinformationsanzeige. Alles klar. Wäre zwar einfacher, wenn sie beide das gleiche machen würden, würde auch schneller gehen, aber wenn sie es nicht wollen, dann ist es eben halt so. Die hochwertigen Bushaltestellen machen das Warten ein Stück erträglicher. Das kann sein. Ausgezeichnete Pünktlichkeit, nur zu empfehlen. Leider gab es kein WLAN im Bus und bla bla, enttäuschend. Klasse Service im Service Center, sehr freundlich und kompetent. Dankeschön. Und das ist auch noch von gestern. Mäßiges Fahrkomfort. Ubino 12 haben wir freigeschaltet. Auch eher so mittleres Fahrzeug, ob es würde ich vielleicht nicht mit zum Einsatz nehmen. Dann können wir auch gleich das nächste Fahrzeug mit erforschen, wenn wir es dürfen. Machen wir das gleich mit. Mal sehen, was für ein Fahrzeug dann kommt. Aber heute sind die Fahrzeuge relativ leer. Gut, Fahrer 18 war jetzt dran, dann gehen wir jetzt in die erste Gruppe rein. 45 Fahrgäste. Mhm. Da können wir dann auch einen kleineren Bus mit einsetzen. Brauchen wir nicht unbedingt die großen mitzunehmen. Bus-Mietanfrage.
2000 kriegen wir dafür, wenn wir es aufrunden, einschließlich Montag, einen Bus zu vermieten. Können wir machen. Geben wir das Fahrzeug raus. Suppi. Ich akzeptiere gar kein WLAN zu haben. Fahrer 9, Verkehrskontrolle. 1000 Euro Strafe. Gut. Passiert eben halt. Reinigungspersonal. Hi Chef, wie finden Sie nicht auch, dass ich mich in letzter Zeit sehr verbessert habe? Ich finde es eine gute Anerkennung, wenn es sich auch auf mein Gehalt auswirkt. Ja, meinetwegen kriegst du 13 Euro. So, wird jetzt die Fahrgastinformationsanzeige erforscht, so wie es aussieht. Und hier werden auch wieder fleißig Wochenkarten verkauft. So, kommt jetzt Fahrrad 2 zum Einsatz. Fahrrad 3 kann den Shuttle mit übernehmen, der wahrscheinlich relativ angenehm sein wird, also die Tour. Und wenn er dann auch gleich losfährt, 12.50 Uhr, also innerhalb von einer guten Stunde. Mal sehen, was er dann hier für ein Intervall für eine Fahrzeit sozusagen hat. So, dann kommt jetzt Fahrer 10. Nimmt das Fahrzeug mit, hätte nochmal vorgucken sollen, was wie viele Fahrgäste, aber das ist jetzt egal. Fahrer 11 nimmt das Fahrzeug mit. Fahrplan anzeigen. Linienwechsel innerhalb einer Schicht erlauben. Das ist sehr gut. Das ist auch gut so. Brauchen wir dementsprechend vielleicht dann auch weniger Fahrzeuge. Wenn es klappt, vielleicht ja. Wenn nicht, dann ist es eben halt so. Und wenn. Mal sehen, ne? Schauen wir mal noch mal gerade nach einer weiteren Linienführung für einen weiteren Linienbus. Vielleicht könnten wir dann auch vielleicht dann auch die Buslinie 112 nehmen. Also ich weiß, dass die mal von hier hinten gestartet ist und fuhr dann hier runter. Irgendwie durch die City Süd. Dann irgendwie durch die Innenstadt mit durch. Fuhr dann irgendwie mit runter zu den Landungsbrücken. Und fuhr dann hier das gute Stück am Fischmarkt entlang. Und dann irgendwie hier runter auch nach Övelgönne. Aber da müsste ich nochmal genauer nachforschen oder nochmal genauer nachgucken. So, das nächste Fahrzeug ist erforscht. Das war auf jeden Fall ein MAN. Ja, da ein MAN NL202. Vielleicht werden wir auch vielleicht ein paar Fahrzeuge von dem Typ kaufen. Auch ein sehr, sehr schönes, sehr schöner Bus. Reifendefekt, Motoröl. Hat zwar keine Klimaanlage. Mal gucken, ob wir das vielleicht für 33.000 bekommen. Wunderbar. Und damit haben wir dann jetzt sozusagen auch unseren ersten richtigen Oldtimer. Sehr schön. Vielleicht werde ich auch dann anfangen, alle anderen Busse auf diesen Typ vielleicht mit zu tauschen. Urlaubsanfrage für Forscher. Ja, ist in Ordnung. Jetzt müsste Fahrer 11 oder 12 dran sein. 12 ist noch frei, wunderbar. Der nimmt dann das Fahrzeug mit. Einmal tanken, innen reinigen, in Schuss bringen. Gut, da ist alles in Ordnung. Hier müssen wir auch noch einmal Reifen wechseln und einmal auftanken. Haben wir da auch wieder vieles zu tun und haben auch zum größten Teil auch schon viel unseres Geldes mit verballert. Ach, der Bus fährt von hier und da mal hin und her, alles klar.
Aber der Bus reicht vollkommen aus. Naja, bis jetzt jedenfalls. Mal sehen, wie das dann auf der Rücktour aussieht. Aber werden wir dann dementsprechend auch sehen, ne? Gut, jetzt kommt wieder die Linie 111. Die dritte Gruppe ist sozusagen dran. Das heißt, wir beginnen mit Fahrer 4. Könnte eigentlich auch in die Waschstraße, das gute Dick, das gute Stück. Gut, gefällt mir. Ja, der MAN-Busse waren in Hamburg, sind in Hamburg eigentlich nicht so stark vertreten. Oder auf jeden Fall nicht der Typ. Von denen, glaube ich, gab es bei der Hochbahn ein oder zwei Stück. Genauer ist es mir nicht bekannt. Aber ich würde jetzt erstmal mehrere davon erstmal wahrscheinlich mit in den Dienst nehmen. Also zum Einsatz nehmen. Und Servicebüro ist auch wieder sehr gut besucht. Leute kommen und gehen. Auch wenn schon kurz vor Ladenschluss ist, aber sie kommen noch immerhin. Sehr gut. Also, hier müssen ja Fahrkarten verkauft werden und keine Personen transportiert werden. Scheiße, falsch falsch mitgedacht. Naja, dann ist das eben halt so, ne? So, jetzt ist... Weiß zwar jetzt nicht, welches Fahrzeug genau reingekommen ist, aber ist auf jeden Fall keins dabei, das irgendwelche Mängel hat. Busfahrer 23. Hey Chef, wegen Familienzuwachs komme ich mit dem aktuellen Geld kaum zurecht. Um weiterhin hier arbeiten zu können, würde ich eine Gehaltserhöhung benötigen. Kriegst du eben halt 50 Pfennig mehr, das müsste reicht ja aus. Oder müsste ausreichen, besser gesagt. Und dann wird sich dementsprechend alles zeigen. Fahrgastinformationsanzeige haben wir jetzt auch erforscht. 16.000 würde es kosten, wenn wir alle Busse darauf umrüsten würden oder aufrüsten würden. Aber dafür haben wir erstmal wieder nicht das Geld wieder nicht da, weil ich alles wieder ausgeballert, alles ausgegeben habe. Ausgegeben habe. Scheiße. Naja, gut. Mal sehen. Aber wenn wir den Auftrag hier abgeschlossen haben, einschließlich, glaube ich, Mittwoch stand der ja mit drin, kriegen wir dafür ja auch wieder relativ sehr, sehr gutes Geld. Das Fahrzeug ist ja vermietet. So, das Fahrzeug einmal bitte tanken. Das Fahrzeug fährt jetzt noch runter zur Haltestelle Elbbrücken und dann ist die Linie auch für dann heute die letzte Tour auch abgeschlossen. Obwohl hier noch einige warten, aber das wird sich dann am nächsten Tag zeigen. Hier haben aber viele Leute relativ viel an Duft da gelassen. Auch einmal in die Waschstraße bitte. Gut, fährt das als erstes in die Waschstraße, dann wird das wahrscheinlich von innen einmal schnell gereinigt, dann ist die Waschstraße wieder voll, leer, kann das Ding reinfahren und so weiter und so weiter. Kommt da auch schon. Und dann geht es gleich einmal wieder rüber in den Montag zum Beginn der neuen Woche. Nur mal gucken, wie sich Fahrer 1 sich dann so fühlt. Ist noch einigermaßen gestresst. Fahrer 2 und 3 sieht es genauso aus. Mal sehen. Sind ja noch ein, zwei Stunden noch hin. Und werden wir dann auch dementsprechend sehen,
Oder wir fangen dann jetzt, wie gesagt, mit Fahrergruppe 3 an. Und machen das so lange bis zum nächsten Wochenende. Und dann tauschen wir wieder um. So, jetzt haben wir keine wechselnden Linienpläne. Sind noch zu erschöpft. Gut, alles klar. 5 und 6 sind aber noch frei. Aber wir fangen, wie gesagt, dann jetzt mit der dritten Fahrergruppe an. 688, da kommt Fahrer 6, 7 drauf. Fahrer 8 nimmt ein kleineres Fahrzeug. Und Fahrer 9 kriegt ein großes Fahrzeug mit. Dann jetzt einmal Fahrer 16. Nehmt das Fahrzeug mit und 17 und 18 gehen beide auf die 111. Gut, dann noch einmal hier die Kommentare der Kunden nochmal durchgucken. Fahrkomfort war nicht so toll, aber auch nicht das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Ich habe das Gefühl, dass die Busse in letzter Zeit etwas dreckiger sind als normalerweise. Bitte etwas öfters putzen, das wird auch kommen. Die Hamburg-Bus hat nicht die besten Tarife. WLAN nicht akzeptabel. Bus war nicht allzu bequem, aber ausreichend für den Preis. Dankeschön. Ich liebe die Hamburg-Bus. Sie haben die freundlichsten Busfahrer, die immer für einen Spaß offen sind. Oh. Ist aber nur die Frage, was für ein Spaß, ne? Gut, gestern haben wir auch noch ein bisschen eingenommen. Gut, alles bester Ordnung. Und um 1 kommt ja auch noch der Shuttle auch noch mit dazu. Mal sehen, wie das dann am heutigen Montag denn laufen wird. Bin momentan wirklich damit dabei zu überlegen, vielleicht die Linie morgen mit zu in Betrieb zu nehmen. Das heißt vielleicht dann in der nächsten Folge. Aber vielleicht geht das vielleicht auch ja noch diese Folge oder mal sehen. Müssen wir dann dementsprechend sehen, weil wir brauchen ja offiziell 6 Fahrzeuge. Okay, wenn man die noch mit reinnimmt, sind es 7. Und das sind ja nochmal 3 Fahrzeuge zusätzlich. Also wir haben noch genügend da. Und auch noch 3. Also genügend Fahrzeuge haben wir auf jeden Fall da. Hätten wir dann auch heute eigentlich schon mit in Betrieb nehmen können. Aber ich habe es vermasselt. Oder verpennt. So. Ich fahre jetzt seit einiger Zeit mit dem Bus und ich liebe es. Die Fahrer sind immer freundlich und sorgen immer dafür, dass sich alle wohlfühlen. Das ist sehr schön. Hamburg Bus ist eine Schande innerhalb der Transportbranche. Aha. Die Haltestellen sind überdacht und bieten ausreichend Sitzmöglichkeit. Das hört man doch gerne. Und die Fahrzeuge wieder stadteinwärts, beziehungsweise besser gesagt, zum Jungfernstieg sind auch wieder schon einigermaßen gut gefüllt. Vor allen Dingen hier unten am Gänsemarkt. Da warten einige Fahrgäste. Und die Citybuslinie natürlich ist sowieso immer gut besetzt. Und dann gerade hier unten am Hauptbahnhof, da ist die Linie gut gefüllt. So, dann kommt jetzt die Mittagsschicht dran. Auch wieder ein kleineres Fahrzeug. Dann fangen wir da jetzt mit Gruppe 1 an. Kriegt dann das Fahrzeug mit. Wie es aussieht, kriegt er da sogar fast nicht mehr alle Fahrgäste schon nicht mehr mit. Aber vielleicht wird sich das vielleicht ändern, wenn die 109 noch mit in Betrieb ist. Oder vielleicht sogar verschlimmern.
Vor allem, wenn die Leute hier einsteigen und da rum möchten, können sie hier ein paar Haltestellen umgehen, ne? Aber das wird sich dann noch dementsprechend zeigen. 111. ...688, Fahrer 3. Kriegt das Fahrzeug mit. Gut, Fahrer 10 kommt auch auf die 111. Dann nehmen wir mal das neue Fahrzeug, unseren Oldtimer. Von dem wir wahrscheinlich dann bald eine Armada haben werden. Jetzt müsste nur noch... Welchen Fahrer habe ich jetzt eben gerade ausgewählt? Scheiße. Habe ich jetzt wahrscheinlich irgendeine Reihe durcheinander gebracht? Einmal kurz mal schnell bei den Bossfahrern gucken. Die wird noch nicht angezeigt. Okay, dann kommt jetzt Fahrer 12. Und nimmt das Fahrzeug mit. Oder haben wir schon den Shuttle mit irgendwie zugewiesen? Nein, der wird noch nicht angezeigt. Gut. Der kommt dann noch. Spätestens so 10 Minuten vor 11 oder sowas wird er, glaube ich, dann angezeigt, dass wir den zuweisen können. Aber sind auch, wie gesagt, schon einige Fahrzeuge mit dabei. Linie 111, okay. Gut, ein Fahrzeug ist jetzt wieder reingekommen. Einmal tanken. Und unser Oldtimer verlässt auf jeden Fall schon mal das Betriebsgelände. Sehr, 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 sehr schön. Jetzt kommt der Shuttlebus. 72 Fahrgäste. Fahrer 4. Kann dann das Fahrzeug mitnehmen. Einmal kurz was gucken. Nö, alles gut. Böp. Nee, war nur ein Gedanke erstmal. Vielleicht ja. Weil ich weiß, dass es hier auch eine Buslinie durchgibt, die hier verkehrt. Von S-Bahnhof Vettel. Und genau gesagt, verkehrt er von hier. Fährt er jedenfalls ab. Und dann gibt es irgendwo hier auch eine Stelle, wo er wahrscheinlich dann, wo das Fahrzeug dann endet. Aber ich weiß leider nicht genau wo. Das Fahrzeug dann auch ins Industriegebiet hier wieder reinfährt oder nur hier, kann ich so leider nicht sagen. Oder fährt er dann hier mit runter? Können wir dann auch theoretisch hier mit runterfahren lassen? Allerdings dann auch nur Samstag, vielleicht nur vielleicht ein paar Minuten oder ist noch eine schwierige Frage. Aber ich weiß, dass hier auf jeden Fall auch eine Buslinie verkehrt. Gut, dann kommt jetzt die Spätschicht. Habe ich jetzt nicht 4, 5 und mache ich jetzt weiter mit 5 erstmal. Weil irgendwo habe ich den Faden verloren. Naja, aber das werden wir dann in der nächsten Folge dann erstmal alles wieder weiter besprechen. Lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal und so weiter. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn und tschüss.